Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es heute mal ein sehr interessantes Video von einer Überwachungskamera und hier mal wieder von Seatronics. Und da haben wir heute mal ein sehr interessantes Gerät, denn diese Kamera funktioniert nicht übers WLAN, sondern im 4G-Netz. Sprich, ihr legt eine SIM-Karte ein, die auch hier mit dem Lieferumfang dabei ist und somit könnt ihr komplett autark betreiben, benötigt dazu nur noch einen Stromanschluss. Also für all diejenigen, die zum Beispiel hier bei ihrer Garage keinen WLAN-Empfang haben, ist die Kamera ideal geeignet. Die steckt ihr ganz einfach in die Steckdose ein, macht die SIM-Karte rein und könnt somit dann hier von überall aus die Kamera steuern und auch das Kamerabild euch anschauen. Wir werden die heute mal auspacken, mal testen, mal montieren und ich werde euch auch mal die App zeigen, also das Rundum-Sorglos-Paket. Und dann wird man zum Schluss auch ein kleines Fazit davon ziehen, von dieser Kamera von Seatronics und mal schauen, ob die wirklich hier ihr Geld wert ist. Also bleibt bis zum Schluss dran, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder nach dem Intro in der Nahaufnahme, wo wir die Kamera einmal auspacken werden und auch gleich im Anschluss dann einrichten. Die Kamera, falls ihr Interesse habt, ich werde es euch natürlich selbstverständlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal dort rein, klickt mal dort auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr es ja auch ganz kostengünstig kaufen könnt. Da würde ich sagen, legt mal gleich los, schauen wir uns mal kurz die Verpackung an und packen sie dann direkt aus. Also schauen wir uns auch in der Nahaufnahme an, die kommt so daher. Wir haben hier oben nochmal Security-Kamera drauf, ansonsten hier die Marke Seatronics. Ich drehe es mal kurz so hin, so sieht die Kamera also von der Seitenansicht aus. Ist ein sehr schönes, kompaktes Gerät. Ich drehe es mal kurz so hin, da steht auch nicht mehr allzu viel drauf. Hier nochmal die genaue Produktbezeichnung, hier nochmal, dass es aus ABS-Kunststoff ist, hier nochmal die Anschrift, ja und Co. Und hier natürlich ein paar weitere Punkte. Und es sollte, denke ich mal, alles sein. Ich drehe es mal kurz so hin, da ist auch nicht mehr viel drauf. Und hier haben wir dann noch ein paar weitere Eckpunkte. Schauen wir uns das mal ganz genau an. Wir haben also eine Kamera, die per App ganz einfach bedient werden kann. Sie hat zwei Wege Audiokommunikation. Sie kann hier ganz einfach die ganzen Sachen auf einer SD-Karte speichern. Sie kann automatisch Menschen erkennen, hat also hier einen Human Detection Alarm mit dabei. Man kann die Kamera auch hier mit mehreren teilen, also über die App. Sie hat einmal Color Night Vision und normale Nachtsicht. Dann kann man sie hier praktisch rechts, links, hoch, runter bedienen. Also eine PDZ-Kamera, sie ist wassergeschützt und wir haben hier noch so einen kleinen Alarm mit dabei. Ansonsten war es hier. Hier unten nochmal CE-Kennzeichen und Co. Und wir haben hier 12 Volt Eingangsspannung. Also könnt ihr somit auch hier mit so einer Solaranlage betreiben auf eurem Gartengrundstück. Ja, da würde ich sagen, packen wir die Kamera einfach mal direkt aus. Wir schauen mal, was hier am Lieferumfang dabei ist und werden uns jetzt hier mal das ganze Set anschauen. Holen wir sie mal kurz raus. Hier haben wir dann nochmal praktisch so einen Schaumstoff. Dann kommt uns auch schon die Anleitung entgegen, also Seatronics. Und hier könnt ihr schon sehen, 3G, 4G, LTE Kamera. Und da gibt es auch hier verschiedene Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wir gucken uns mal kurz hier die deutsche Anleitung an, damit wir uns nachher nach der richten können bei der ersten Einrichtung. Da könnt ihr jetzt schon sehen, man muss also hier die Seatronics Pro App herunterladen, sich dann registrieren und anmelden. Dann geht es hier mit der Registrierung weiter, muss also praktisch hier ganz einfach einen Account anlegen. Ist bei jeder anderen App von jedem anderen Kamerahersteller auch so und dann könnt ihr das praktisch hier durchlaufen. Dann muss man hier die Kamera verbinden. Es gibt auch hier ein extra YouTube-Video dazu, das kann man einscannen und sich das anschauen. Dann wird hier nochmal ganz genau beschrieben, wie man das macht. Und auch hier kann man schon sehen, man muss auf das Plus klicken, dann hier 4G-Kamera auswählen und dann scannt man einfach hier auf der Rückseite diesen Barcode ab und dann wird die Kamera eigentlich schon mit der App verbunden. Ja, dann wird praktisch hier nochmal beschrieben, dass man hier den Namen einstellen kann. Dann wird hier die ID von der Kamera angezeigt, man kann hier dann Benutzer und ein Passwort einstellen und dann kann man sich hier nochmal die ausführliche Anleitung direkt runterladen. Also, das war es im Grunde dazu, zu dieser kleinen Anleitung. Ich denke mal, das ist alles selbsterklärend und die sollte auch hier wirklich relativ einfach dann zum Einrichten sein. So, gehen wir mal kurz weiter. Was haben wir sonst noch drin? Also, wir haben hier so ein Paket mit dabei mit Werkzeug. Ich mache das gerade mal kurz für euch auf. Also, zum einen haben wir hier so ein bisschen Abdichtungen. Damit kann man wahrscheinlich dann die Kabel gegen Feuchtigkeit abdichten, wenn man alles soweit angeschlossen hat. Dann haben wir natürlich auch hier so ein Montagekit mit dabei, das finde ich auch schon mal sehr gut. Da haben wir dann Schrauben und Dübel für die Montage und wir haben hier auch so eine Bohrschablone mit dabei. Damit könnt ihr praktisch ganz einfach in die Löcher bohren und dann natürlich hier in die Dübel reinstecken und die Kamera dann fixieren. So, was haben wir dann noch? Dann haben wir hier eine SIM-Karte von IoT Club, also die SIM-Karte, die praktisch hier schon mit dabei ist. Und da können wir jetzt auch schon sehen, wir haben hier 300 MB an Datenvolumen drauf und das hier praktisch hier dann ja verwenden können. Das Ganze ist hier 4G LTE, die steckt ihr ganz einfach rein und dann geht es praktisch auch schon los und somit könnt ihr die Kamera schon mal in der ersten Zeit lang toll betreiben und müsst hier auf nichts achten. Wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, könnt ihr ganz einfach hier
bei IoT-Club einen sehr günstigen Tarif wieder hinzubuchen und sie somit dann auch dementsprechend lange betreiben. Schauen wir mal, was sonst noch drin ist. Wir haben zum einen mal hier so ein Schraubenzieher und ihr könnt mal hier die Abbildung sehen, sprich wir haben also hier Kabel dran, einmal für die Stromzufuhr, dann haben wir hier so einen Reset-Button und nochmal so einen separaten LAN-Anschluss. Da könnt ihr zum Beispiel also hier auch ein Netzwerkkabel einstecken und die Kamera zum Beispiel ohne das 4G-WLAN-Modul betreiben. Ja, soviel dazu. Also hier Englisch und dort Chinesisch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz weiter. Was haben wir sonst noch mit dabei? Wir haben zum einen mal hier ein ganz normales, klassisches LAN-Kabel, was ja auch für die Ersteinrichtung möglich ist, wenn Sie zum Beispiel hier am Netzwerk betreiben wollt. Ja, dann gucken wir mal, was sonst noch mit dabei ist. Wir haben hier das Netzteil, das hole ich jetzt auch mal kurz raus. Also so sieht das Netzteil aus. Es hat auch hier ein sehr schönes, langes Kabel. Wir geben das mal kurz durch. Mal gucken, was hier so drauf ist. CE-Kennzeichen schon mal drauf, was sehr gut ist. Und dann haben wir hier 12 Volt, 1 Ampere, also 12 Watt. Ist auch hier wirklich sehr sparsam dann vom Stromverbrauch her. So, dann kommt jetzt die Kamera raus. Ich hole die jetzt mal her zu euch und dann schauen wir sie nochmal kurz hier im Detail an. Also, so sieht das gute Stück aus. Macht dann wirklich einen super Eindruck. Wir können auch schon sehen, wir haben hier so eine M2-Linsenkamera. Die hat also hier nochmal eine Zoom-Funktion mit der zweiten Linse, was auch hier besonders gut ist. Wir haben hier 6 LEDs, also für die Nachtsicht und natürlich auch hier für die Farbnachtsicht und da haben wir hier noch einen kleinen Sensor dran, der praktisch die Helligkeit erkennt und so sieht das Ganze aus. Ich mache das mal kurz so weg für euch und da könnt ihr jetzt hier seitlich die Antennen sehen für das 4G-Netz und die Kamera könnt ihr dann praktisch einmal so hindrehen und dann dementsprechend ausrichten. Also tolles Gerät, hier wäre dann praktisch die Möglichkeit zur Montage, ganz einfach hier dann irgendwo dran schrauben und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz hier oben durch, da steht noch ein bisschen was drin. Zum Gerät an sich auch hier nochmal das CE-Kennzeichen drauf. Und da würde ich einfach mal sagen, dass wir jetzt hier die mal kurz uns näher anschauen. Also, das haben wir ja gerade schon durchgenommen. Wir haben also hier, wie gesagt, die zwei Kameralinsen. Einmal die Zoom-Linse und dann hier die Weitsicht. Dann haben wir hier nochmal diese Wartungsklappe, da wo die SIM-Karte reinkommen und natürlich auch hier die Speicherkarte. Und wir haben hier auf der Rückseite nochmal hier den Lautsprecher für die zwei Wege Audiokommunikation. So, da haben wir jetzt das Typenschild mit diesem QR-Code drauf und dieser ID. Das müssen wir nachher ganz einfach einscannen, damit wir die Kamera eben betreiben können. So, dann haben wir hier die Anschlusskabel, also einmal Netzwerk, wir haben hier den Reset-Taste und wir haben dann hier nochmal die Stromzufuhr, da steckt ihr ganz einfach hier das Kabel nochmal ein. So, soweit im Grunde dazu. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Klappe auf und werden mal hier die SIM-Karte einlegen. Also schrauben wir jetzt hier mal diese Klappe auf und dort wird man dann, wie gesagt, hier das Ganze mal einlegen. So, da könnt ihr jetzt die Kamera von innen sehen. Zum einen haben wir hier den SD-Karten-Port und hier den Port für die SIM-Karte. Und da haben wir hier nochmal so einen Reset-Taster drauf. Also hier könnt ihr dann praktisch die inneren Sachen, die Komponenten sehen, die Platinen. Und wir haben hier nochmal so eine Abdichtung drauf, die natürlich dafür sorgt, dass hier keine Feuchtigkeit reinkommt. Ja, dann würde ich sagen, wir werden mal die SIM-Karte hier rausholen und dann gleich mal einlegen und das Ganze einfach mal testen. Ich hole es mal kurz so her, damit ihr das mal sehen könnt. Und die kommt dann praktisch hier so in diesen Port dann rein. Ich nehme immer so eine Zange dazu oder ihr könnt auch eine Pinzette nehmen und dann drückt ihr die ganz einfach hier so rein. Jetzt habt ihr noch eine Möglichkeit, hier oben eine SD-Karte einzulegen. Werde ich jetzt nicht machen. Ich denke mal, zum Testen reicht es, wenn wir das ohne SD-Karte betreiben. Und dann machen wir jetzt hier wieder die Wartungsklappe zu und testen das Ganze mal. So, im nächsten Schritt machen wir natürlich hier mal das auf und dann werden wir hier mal praktisch das an eine Steckdose anstecken und dann direkt hier einmal testen. So, dann steckt ihr das ganz einfach hier so rein. Zack. Und dann geht die Kamera auch schon an. Also, jetzt soll die Kamera hochfahren. Mal gucken, wie weit es jetzt hier geht. Könnt ihr schon sehen, jetzt macht sie diesen Einrichtbetrieb, startet hier durch und ja, justiert sich praktisch hier selber. Und dann sollte das im Grunde auch hier gleich erledigt sein. So. So, im nächsten Schritt werden wir uns jetzt hier die Seatronics Pro App herunterladen. Ich werde mich gleich mal registrieren und euch dann mal direkt zeigen, wie man die App praktisch hier dann bedient bzw. die Kamera da hinzufügt. So, ich habe jetzt hier die App heruntergeladen. Die sieht jetzt praktisch so aus. Noch ist keine Kamera hinterlegt. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir werden jetzt hier eine Kamera hinzufügen. Also hier oben gehen wir einfach wieder auf das Plus drauf. Und da könnt ihr schon sehen, wir müssen jetzt also hier 4G-Kamera auswählen. Zack. So, jetzt müssen wir praktisch hier auf der hinteren Seite diesen Barcode abscannen, diesen QR-Code. Und dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal kurz. Jetzt habe ich es abgescannt. Jetzt kommt hier die Geräte-ID, Benutzer und Passwort. Und da gehen wir jetzt hier direkt auf Hinzufügen. So, jetzt kann man hier noch einen Namen vergeben. Also hier kann man einen Namen eintragen. Ich würde es einfach mal jetzt so bleiben lassen. Und dann gehen wir jetzt hier mal direkt auf Bestätigen. So, ihr könnt jetzt sehen, die Kamera wäre jetzt hier schon online. Ich gehe jetzt mal kurz hier drauf. Jetzt wird mir hier nochmal aufgefordert, das Passwort und den Benutzer zu ändern.
Gehen wir jetzt mal auf OK. Und jetzt würde ich nochmal ein neues Passwort für den Benutzer anlegen, damit wir hier auf der sicheren Seite sind. So, ich habe es eingegeben. Wir gehen mal kurz hier drauf und jetzt verbindet sich auch die Kamera hier mit der Handy-App und ich bin gleich mal gespannt, was jetzt praktisch hier so rauskommt. So, jetzt gibt es eine kleine Einführung. Da kann man jetzt also praktisch hoch runter gehen. Das machen wir jetzt hier mal auf Bestätigen. Da kann man jetzt zur SD-Karte hinzufügen, das ist auch klar. Und jetzt, ja, haben wir ein Kamerabild. Also, ihr könnt schon sehen, das Bild ist jetzt da, war jetzt wirklich sehr einfach. Ich werde es jetzt mal kurz so hinstellen. Ich habe jetzt die Kamera ein bisschen anders hingelegt, damit sie hier drauf schaut. Schauen wir uns mal kurz hier die App an. Was haben wir jetzt hier für Funktionen? Wir können zum einen mal hier den Lautsprecher anschalten. Da kann man jetzt praktisch jetzt hören, was da rauskommt. Ich zeige es euch mal kurz. Hallo, hallo. Hallo, hallo. So, dann machen wir das mal wieder kurz aus. Hier kann man dann dementsprechend auch was sagen. Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Jetzt spreche ich hier mal rein, es müsste gleich was rauskommen. Spreche ich hier mal rein, es müsste gleich was rauskommen. Also, das ist damit möglich. Dann haben wir die Möglichkeit, natürlich ein Kamerabild aufzunehmen. Geht ganz einfach drauf, dann kommt hier, dass es gespeichert wurde. Ihr könnt aber auch hier draufklicken und dann könnt ihr schon sehen, dann wird hier so eine Aufnahme generiert von der aktuellen, ja, von dem aktuellen Stream, das ihr praktisch ebenfalls hier speichern könnt. So. Dann gehen wir mal kurz weiter, hier kann man nämlich sliden und da gibt es jetzt hier mehrere Funktionen. Zu einmal kann man natürlich hier hoch, runter, rechts, links die Kamera bedienen, also ich tippe gerade einfach hier einmal drauf oder da drauf und dann kann man die Kamera bedienen. Ich zeige es euch mal kurz jetzt hier in der Nahaufnahme, wie das aussieht, wenn die Kamera hier gesteuert wird. Dann kann man natürlich die Kamera auch wieder hoch machen, so, und dann kann man natürlich die Kamera hier dementsprechend auch mal zur Seite ausrichten. Also ihr müsst euch vorstellen, die Kamera hängt praktisch so dran, da kann man praktisch die Kamera dann nochmal hoch ausrichten. So, und dann kann man, wie gesagt, dann die Kamera dann dementsprechend hier ebenfalls bedienen und hier dementsprechend noch einstellen. So, jetzt geht sie nicht mehr weiter. Jetzt machen wir die mal so rüber. Also die macht immer kleine Schritte und somit, ja, haben wir das auch hier gut abgedeckt. So, dann können wir hier oben umschalten. Also wir haben einmal hier die Option, das wäre jetzt praktisch Fernsicht. Und dann haben wir hier die Nahsichtfunktion. Da könnt ihr schon sehen, da wechselt also das Objektiv hier durch. So, gehen wir jetzt noch kurz die weiteren Punkte durch. Wir können also das Kamerabild spiegeln, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Dann wird das Kamerabild gespiegelt. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, könnt ihr schon sehen, ist es praktisch spiegelverkehrt. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Aber wir können es natürlich auch dementsprechend hier drehen. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sollte das praktisch hier einmal komplett gedreht werden. Könnt ihr schon sehen, ist gedreht. Ich gehe jetzt wieder zurück und dann müsste es praktisch wieder jetzt hier genau umgedreht werden. Dann haben wir die Möglichkeit, den Fokus nochmal einzustellen. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Also hier kann man dann dementsprechend plus minus den Fokus einstellen, je nachdem, wenn es euch hier nicht passen sollte. Es gibt noch ein paar andere Einstellungen, ihr könnt zum Beispiel die Position dann nochmal dann eingeben, das werde ich jetzt aber nicht machen. Wir können die Lautstärke zum Beispiel hier anpassen, also hier die Eingangslautstärke, aber auch die Ausgangslautstärke. Dann gibt es hier die Nachtsichtfunktion, da kann man zum Beispiel hier nochmal im Infrarotmodus aktivieren, Vollfarbbild oder intelligenter Modus. Ich lasse jetzt hier mal auf Infrarotmodus und es gibt hier die intelligente Verfolgung. Da verfolgt die Kamera praktisch automatisch Menschen und richtet sich dementsprechend nach dem Zielobjekt aus. Das war es jetzt im Grunde dazu. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wird mal die Kamera draußen montieren und ich werde euch die nochmal hier im Detail zeigen. Also einmal bei Tag und dann wird man auch hier dann warten, bis es dunkel ist, um uns mal hier die Nachtsichtfunktion uns anzuschauen, damit wir hier mal ein sehr gutes Bild von dieser Kamera haben. Also, da würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich draußen wieder bei der Montage und beim anschließenden Praxistest und gehen dort mal hier die einzelnen Funktionen in aller Ruhe durch. Also jetzt bin ich draußen, jetzt habe ich die Kamera hier mal angebracht, provisorisch. Da geht dann das Kabel entlang, geht hier runter und ja, jetzt soll ich einfach mal die Kamera testen und wir gucken uns mal die Funktion hier von dieser Kamera an mittels der App und steuern die mal und gucken mal, wie die Zoom-Funktion ist, wie hier natürlich auch das dann auch zum Schluss bei Nacht aussieht und ja, ob das dann auch hier richtig hell macht. Also jetzt sind wir praktisch hier wieder in der App drin. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal hier drauf und dann klicken wir das mal an und dann wird hier eine Verbindung aufgebaut. So, jetzt können wir schon sehen, das Kamerabild kommt. Wir haben hier einen sehr guten Empfang und dann würde ich einfach mal sagen, wird mal jetzt hier mal kurz gucken, ja, wie das Bild so aussieht. Also ich gehe jetzt mal so hin, dann kommen wir hier weiter. Ich gehe jetzt mal so hin und dann werden wir mal hier kurz runter gehen. Ich klicke jetzt mal kurz hier drauf und da sind wir schon unten. Ihr könnt schon sehen, wir gehen mal hier wieder hoch und dann ist es praktisch auch hier wieder oben. So, jetzt können wir hier nochmal umschalten, damit ihr das nochmal sehen könnt. Also wir haben zum einen die Funktion, dann haben wir praktisch hier den Weitwinkelmodus, also das wäre jetzt hier die komplette Sicht oder geht dahin und wollt zum Beispiel hier irgendwo reinzoomen, dann habt ihr das so und ja, demzufolge haben wir dann praktisch hier diese Möglichkeit. Hier in dieser Stufe kann man natürlich hier deutlich besser nochmal die Kamera navigieren, weil wir hier ein deutlich besseres Sichtfeld haben. Wir können schon sehen, das sieht praktisch hier so aus.
Und ja, da kann man jetzt hier im Grunde alles sehen. Ich gehe jetzt mal hier so rüber. Da könnt ihr jetzt mal den roten Tisch sehen und so sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu zoomen. Ich kann jetzt also auch hier reinzoomen. Ich gehe jetzt mal hier so drauf. Da kann man hier reinzoomen. Ihr könnt schon sehen, ich gehe jetzt mal ganz nah hin. Hier geht es weiter. Und jetzt müsst ihr auch gleich die Kamera umschalten. So, gehen wir noch ein bisschen hin. So, jetzt haben wir den neuen Zoom. Jetzt ist die Kamera praktisch gerade umgeschalten. Und ich gehe nochmal kurz runter. Wir können also hier nochmal ein bisschen weiter hinzoomen. So, dann zoomen wir nochmal ein bisschen weiter hin. Und das ist jetzt der maximale Zoom-Bereich. Also, ihr könnt schon sehen, man kann hier wirklich sehr weit hinzoomen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück, damit ihr mal sehen könnt, wie das hier aus der Nähe aussieht. So, gehen wir mal ganz nah hin. Zack. Also wirklich ein super Zoom-Bereich, der sich sehen lassen kann. So, jetzt gehen wir hier in diesen Modus rein. Und zwar können wir natürlich auch hier Vollbild umschalten. Dann sieht das Ganze so aus. Und das ist natürlich mal deutlich interessanter und schöner anzusehen, wenn wir zum Beispiel hier diesen Vollbildmodus haben. Auch hier können wir jetzt umschalten. Und zwar haben wir jetzt hier den SD-Modus. Wir können aber auch auf HD umschalten. Und dann ist das Bild nochmal deutlich besser von der Auflösung her. Und wirkt auch nochmal hier deutlich angenehmer zum Anschauen. So. Auch hier kann man natürlich ganz einfach umschalten. Ich gehe jetzt mal hier auf links hin, da kann man praktisch die Kamera bewegen. Wir können aber auch natürlich hier runtergehen und es uns da praktisch hier anschauen. So, auch hier kann man natürlich nochmal den Zoom-Bereich einstellen. Ich gehe jetzt mal kurz hier drauf. Da kann man wieder hinzoomen. Ich zeige euch nochmal kurz, wie das genau aussieht mit dieser Zoom-Funktion. So. Da hat es jetzt umgeschalten, die Kamera. Und da kommen wir jetzt wirklich extrem nah hinzu. Also das ist hier wirklich klasse. Ja, soweit im Grunde dazu. Also das sieht hier wirklich gut aus. Ich gehe jetzt mal ganz zurück, damit ihr das mal sehen könnt, wie das hier von der Weide aussieht. So, jetzt sind wir wieder praktisch hier da. Jetzt würde ich sagen, warten wir mal ab, bis es draußen dunkel ist und schauen uns dann hier nochmal die Nachtsichtfunktion von dieser Kamera an. Einmal mit Schwarz-Weiß und einmal hier mit dieser Farbnachtsichtfunktion. Also wie ihr jetzt sehen könnt, ist es draußen komplett dunkel. Und jetzt will ich einfach mal sagen, testen wir jetzt mal die Kamera. So, ihr könnt jetzt sehen, die Kamera ist wieder online. Ich gehe jetzt mal hier drauf, dann wird eine Verbindung aufgebaut und dann sollten wir hier gleich das Kamerabild sehen. Also, das wäre jetzt hier praktisch der Nachtsichtmodus und es ist hier ein Schwarz-Weiß, wie ihr schon sehen könnt. Ich gehe jetzt mal hier auf das Großbild drauf und dann haben wir natürlich hier alles im perfekten Überblick. Also, so sieht es aus. Auch hier können wir natürlich ganz normal die Kamera bewegen. So, das dauert manchmal einen kurzen Moment. Wir gehen nochmal kurz rüber hier. Und so haben wir praktisch alles im Blickfeld. Ja, jetzt gucken wir mal die Zoom-Funktion nochmal an, die praktisch hier im Schwarz-Weiß-Modus vorhanden ist. Ich gehe jetzt mal so hin. Mal gucken, wie weit wir da so hinkommen. Zoomen wir da mal so ran. So. In der 10. Und da kann man jetzt auch richtig schön nah ranzoomen. Und man kennt dann auch hier den Blumentopf sehr gut. Also, wirklich eine sehr gute Bildqualität mit diesem Zoom. Ich gehe jetzt mal kurz raus und dann schauen wir uns das hier nochmal an. Bisschen weiter an. So, gehen wir mal kurz zu den Einstellungen. Da kann man jetzt hier natürlich umschalten, welcher Modus praktisch aktiv ist. Wir haben jetzt hier den Infrarotmodus und wir machen mal den Farbmodus und gucken mal, was passiert. So, jetzt könnt ihr schon sehen, jetzt sind die LEDs draußen angegangen und wir haben hier ein sehr schönes, klares Bild. Ich gehe jetzt mal hier nochmal drauf kurz. Also, wir haben praktisch hier den Farbmodus mit diesen LEDs, die praktisch hier alles hell beleuchten und auch hier sieht es soweit sehr gut aus. Ich gehe jetzt mal so rum ein bisschen. Gucken wir uns mal das so ein bisschen an, gehen mal kurz so ein bisschen runter hier. Schauen uns mal kurz den Tisch hier an, auch hier sieht soweit alles gut aus. Und ja, da würde ich mal kurz rübergehen hier. So, gehen wir mal kurz hoch. Und dann könnt ihr das euch hier nochmal anschauen. Also, das sieht ebenfalls gut aus. Auch hier würde ich sagen, probieren wir mal kurz nochmal den Zoom-Modus aus. Ich gehe jetzt hier auch mal kurz rein. So, zoomen mal ganz nah hin, mal gucken, wie weit es hier geht. Auch hier wieder bis zum Blumentopf. So. Also, das erkennt man auch hier sehr gut im Blumentopf. Also, auch hier super mit der Zoomstufe, finde ich wirklich sehr gut. Ich gehe jetzt nochmal komplett zurück und dann schauen wir uns mal kurz hier die menschliche Erkennung an. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die intelligente Verfolgung an. Die kann man jetzt hier aktivieren. Ich mache jetzt hier mal die intelligente Verfolgung an, dann sogar mit Zoom-Verfolgung. Jetzt werde ich mal hier praktisch draußen ein bisschen rumlaufen, damit ihr mich mal sehen könnt, wie das hier aussieht. Und ja. Dann schauen wir mal an, wie das hier funktioniert.
So, schauen wir uns jetzt noch mal kurz die Kamera an. Von der Helligkeit her, ihr könnt schon sehen, so sieht es praktisch aus, wenn diese Farb-LEDs an sind. Und ja, die machen hier richtig hell. So, können wir schon sehen. Ist hier wirklich ein tolles Bild. Leuchtet alles sehr schön aus. Und ja, sieht wirklich gut aus. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie man die Kamera praktisch draußen nochmal montiert, dort bedient und was es sonst noch so für Funktionen hat. Also, kommen wir abschließend jetzt zu unserem vielversprechenden Fazit. Und zwar ist die Zitronix 4G Außenkamera wirklich ein sehr interessantes Gerät für all diejenigen, die praktisch hier keinen WLAN-Empfang haben und somit hier dann dennoch eine Kamera betreiben möchten im Außenbereich und ja, die natürlich hier dann anbringen. Wir haben hier zwei verschiedene Linsen drauf, einmal eine Zoom-Linse, einmal hier eine normale Linse für die Weitsicht, was ich auch hier sehr gut finde. Man kann also mit dieser Kamera auch wirklich sehr gut ranzoomen und somit die Objekte noch besser erkennen. Wir haben hier Nachtsichtfunktion dabei und auch eine Vollfarb-Nachtsichtfunktion, was ich auch sehr gut finde. Und die LEDs, die sind hier wirklich extrem hell, wie ihr vorhin auch schon sehen könntet. Ja, des Weiteren haben wir hier zwei schöne Antennen seitlich verbaut, die sorgen für einen sehr guten 4G-Empfang. Und wir haben auch hier die Möglichkeit, so ein Netzwerkkabel einzustecken. Also falls ihr da für die Ersteinrichtung das benötigt oder hier dennoch mal sagt, ich möchte mal ein Netzwerkkabel hinlegen und die Kamera damit betreibt, könnt ihr das ebenfalls machen. Dann gibt es hier mal einen Reset-Taster ebenfalls dran und wir haben auch hier die Möglichkeit, die Stromzufuhr einzustecken und hier natürlich das Ganze zu betreiben. Ja, soviel dazu. Die App ist sehr gut. Man kann also auch hier Zwei-Weg-Audiokommunikation durchführen. Und auch sonst gibt es hier keine großen Schwierigkeiten, Probleme bei der Einrichtung. Ihr könnt es schon sehen, ihr legt einfach die SIM-Karte rein, dann geht ihr praktisch hierher, scannt dann nochmal hier die Kamera ab, legt ein neues Passwort fest und seid schon mit dieser Kamera verbunden. Also abschließend kann man sagen, es ist eine sehr gute Kamera für den Außenbereich. Ich bin sehr zufrieden damit, besonders die Zoom-Linsen sind hier sehr praktisch und sorgen mal hier für ein besonderes Extra. Ich kann es euch nur empfehlen, ich werde es euch auch hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal dort auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zum Produkt. Ansonsten war es das hier zu diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.